So, damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 20. Und das ist Einreicher interfraktionell. Wer übernimmt das? Frau Bakow, bitteschön. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes lautet: Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Der vorliegende Antrag von den Linken, Grünen und SPD, kommunale Daseinsvorsorge nicht durch Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA einschränken, zielt darauf ab, genau dieses im Grundgesetz verbriefte Recht zu sichern. Der Antrag greift dabei mehrere Aspekte der drei Abkommen auf, die sich direkt auf die Eigenständigkeit, die Organisationshoheit und die Selbstverwaltung der Stadt Dresden auswirken. Besonders gravierend wären die Auswirkungen auf die kommunalen Daseinsvorsorge. Hier hat die Stadt Köln in einer Ausarbeitung Bereiche aufgelistet, die durch die geplanten Abkommen nicht oder nur unzureichend geschützt werden. Das Ergebnis: Sämtliche Netze für Strom, Gas und Abwasser, öffentliche Dienstleistungen wie zum Beispiel Jugendarbeit oder Erwachsenenbildung, Versorgung mit Trinkwasser sind unzureichend geschützt. Das heißt, sie müssten als Aufträge international ausgeschrieben werden. Und es gibt noch weitere Inhalte, die kommunale Organisationshoheit beschneiden. Die Verträge in ihrer jetzigen Form erlauben es ausländischen Firmen, gegen den Staat zu klagen, wenn sie ihre Investitionen als gefährdet betrachten. Dazu möchte ich ein aktuelles Beispiel schildern, dass man sich mal vorstellen kann, was genau das bedeutet. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat eine solche Investitionsschutzklage eingereicht, um gegen den deutschen Atomausstieg zu klagen. Vattenfall verlangt von der Bundesrepublik eine Entschädigung von 3,7 Milliarden Euro, weil es seine Atomkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel vorzeitig abschalten musste. Die Basis für diese Klage findet sich in einem internationalen Abkommen aus dem Jahr 94. 3,7 Milliarden Euro Strafe dafür, dass gewählte Abgeordnete im Bundestag Gesetze geändert haben. 2011 war der gleiche schwedische Energiekonzern bereits erfolgreich mit einer solchen Investitionsschutzklage. Vattenfall klagte gegen die Stadt Hamburg, weil das Hamburger Kommunalparlament Umweltauflagen für das Kohlekraftwerk Moorburg geändert hat. Aus Sicht des Energiekonzerns waren die Änderungen zu strikt. Nach einem geschlossenen Vergleich vor Gericht wurden die Umweltauflagen in Hamburg wieder gelockert. Das, meine Damen und Herren, müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein privater Konzern klagt gegen Änderungen von Gesetzen und Verordnungen von gewählten Parlamentariern und Parlamentariern, weil die privaten Gewinninteresse davon gefährdet werden. Das Grundrecht habe ich ja schon zitiert, da haben Sie vielleicht noch nicht aufgepasst. Aber das können wir uns hier nicht gefallen lassen. Wir dürfen unsere Entschlüsse hier keinen privaten Gewinninteressen unterwerfen. Denn solche Klagen, wie die gerade geschilderten, die sowohl in Hamburg als auch jetzt aktuell gegen die Bundesrepublik eingereicht wurden, wären mit den drei Abkommen TTIP, TISA und CETA Tür und Tor geöffnet für nahezu alle Bereiche der Kommunalpolitik. Zum Beispiel, um das mal hier auf Dresden runterzubrechen und zu verdeutlichen, was das für uns bedeuten könnte. Wenn wir uns hier überlegen, Umweltauflagen zu ändern, Sozialstandards zu ändern, Regelungen für den Verkehr zu treffen oder für Kita-Essen, Vorschriften für zum Beispiel Barrierefreiheit oder ethische Regeln für öffentliche Werbeflächen. All das sind jetzt nur irgendwelche ausgedachten Beispiele. Das zeigt aber, dass jeglicher Bereich kommunalpolitischen Handelns solchen Investitionsschutzklagen zum Opfer werden könnte. Und für unsere politische Arbeit würde das bedeuten, dass jeder Beschluss, der hier gefasst würde, von uns allen genauestens darauf geprüft werden müsste, ob irgendein Unternehmen eventuell hier seine Investitionen gefährdet sieht. Das gefällt Ihnen, ja? Aber wissen Sie, damit würden wir unser freies politisches Mandat diesen Interessen unterwerfen. Und ich denke, vielleicht im Gegensatz zu Ihnen, das können wir nicht zulassen. Denn das würde die Kommunalpolitik komplett handlungsunfähig machen.
Ich möchte noch ein weiteres aktuelles Beispiel nennen. Es gibt in den drei Abkommen ebenfalls eine weitere Klausel, die uns hier betreffen würde. Das ist die sogenannte Stillstandsklausel. Diese besagt, einmal privatisierte Sektoren dürfen nicht mehr rekommunalisiert werden. Da möchte ich erinnern, vor 3 Wochen in der Stadtratssitzung haben wir einstimmig beschlossen, das Rhein-Neckar-Schütz-Konservatorium wieder in kommunale Trägerschaft zu überführen. Einstimmig. Und das wäre mit TTIP nicht möglich. Das Freihandelsabkommen hätte diese einstimmige... Kommen Sie bitte zum Schluss. Das Freihandelsabkommen hätte diese einstimmige Entscheidung schlichtweg verboten. Noch ein Satz. Ich hatte es eingangs schon zitiert. Das Grundgesetz legt fest, dass Kommunen alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung regeln. Und dieses Grundrecht, wie geschildert, wird durch die Abkommen in ihrer jetzigen Form beschnitten. Und aus diesem Grund möchte ich um die Zustimmung für den Antrag der Fraktionen Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen und der SPD bitten. Vielen Dank. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt jetzt die AfD-Fraktion. Herr Engler. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, es ist ja grundsätzlich wirklich süß, mit welchen Themen wir hier im Stadtrat behelligt werden. Jetzt wollen wir hier auch noch die Welt retten. Ich meine, grundsätzlich kann ich ja als AfD-Perspektive heraus ja gar nicht einmal gegen Ihren Antrag als solches reden, denn wir sind ja deswegen ja genauso kritisch gegenüber TTIP, CETA und TISA eingestellt. Das ist eine seltsame Ironie der Geschichte, könnte man fast sagen, aber das ist ja manchmal auch häufiger passiert. Und ich will aber trotzdem sagen, Sie haben ja ein interessantes Papier vorgelegt. Wir haben das mal so durchgegangen bei uns in der Fraktionssitzung, haben das mal schon abgekreuzt und haben dann irgendwann festgestellt, ja, eigentlich ist das doch fast zu schwach formuliert. Ja, da schreiben Sie, alle wesentlichen Dokumente sollen vorgelegt werden oder noch besser, gesellschaftlichen, relevanten Gruppen soll das dann repräsentativ zugänglich gemacht werden. Ja, da stellt man sich natürlich die Frage, was sind gesellschaftlich relevante Gruppen und wer entscheidet darüber? Entscheiden Sie darüber? Das sind alle solche offenen Fragen, die ich gerne da beantwortet wissen würde. Mir wäre es eigentlich wichtiger, wenn man wirklich von Transparenz und Offenheit spricht und das einfordert, dass man das konsequent auch durchzieht. Und da gibt es genug Nachbesserungsbedarf in Ihrer Vorlage. Und sie ist in dem Sinne nicht nur überflüssig hier im Stadtrat, sie ist auch deswegen eigentlich noch nachbesserungswürdig. Und das Wesentlichste, was für mich eigentlich eine Forderung sein müsste, um die demokratischen Hintergründe, Sie schreiben ja hier in dem Sinne, es kann keine nachträgliche Übertragung von Regulierungsfragen unter Umgehung des demokratischen Gesetzgebungsprozesses auf speziell eingerichtete Expertengremien geben. Und ich finde, eigentlich müsste es heißen, es darf keine Übertragung geben und das Nachträgliche kann man auch gleich streichen, aber das Wesentliche für mich ist was anderes. Demokratische Umgehung ist schon deswegen gegeben, wenn wir das ganz allein durch die europäische Ebene ratifizieren lassen, denn die ist in diesem Sinne nicht demokratisch verfasst. Und es hat auch schon das Europäische Parlament in diesem Sinne bestätigt durch unser Bundesverfassungsgericht, dass das keine repräsentative Volksvertretung darstellt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Engler. Als nächstes für die Fraktion FDP Freie Bürger, Herr Dr. Gebel. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem wir nun heute hier schon ausführlich über Pferdefuhrwerke, 50 Meter Fahrradweg, Bagger und andere Themen geredet haben, die aus meiner Sicht wirklich Themen sind, die wir im Stadtrat hier besprechen sollen und auch sollten, ist es so, dass wir nun heute jetzt zum Schluss noch über Weltpolitik etwas sprechen. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal zum Thema TTIP sprechen kann. Ich tue es natürlich gern. Worum geht es? Wir reden hier über ein Freihandelsabkommen, das die transatlantischen Waren und Dienstleistungen, den Verkehr dieser Dienstleistungen und Waren vereinfachen soll. Das sind Themen, in denen ich mich ein kleines bisschen auskenne. Ich bin international tätig mit meinem Unternehmen. Wenn Sie einmal wissen, uns haben eine Zolleinfuhr gemacht in den USA, das ist alles andere als vergnügungssteuerpflichtig, macht Spaß, ist verschenkte Lebenszeit, manchmal wie hier Stadtratssitzung. Und wenn man dann sieht im Prinzip, dass durch so ein Thema, durch ein solches Abkommen das Ganze vereinfacht wird, und das ist eben auch das, was ich als Europäer zu schätzen weiß,
Das ist genau das, dieser vereinfachte Warenverkehr, wie wir ihn ja in der EU heute haben. Vereinfachter Warenverkehr, ich habe eben keine Zollanmeldung mehr, ich kann die Waren einfach verschicken, ich kann einfach mit Geschäftspartnern kommunizieren. Genauso können auch europäische Partner hier in Deutschland zum Beispiel oder eben auch in Dresden ihre Waren einfach anbieten, können die verkaufen, können auch an Ausschreibungen sich beteiligen. Nichts anderes ist das. Wir erweitern das, was wir heute in der EU machen, aus auf unsere Partner, die auf der anderen Seite des Atlantiks sitzen. Und insofern, wenn man dann den Antrag so liest, was wir dann hier beschließen, war von meinem Vorredner schon gesagt worden, ist doch relativ schwach. Und wenn wir dann noch diesen Absatz zum Schluss sehen, dann: Die Oberbürgermeisterin soll die Haltung der Stadt weltweit dann entsprechend bekunden. Dann schreiben Sie in Punkt 2 vor allen Dingen gegenüber der Bundeskanzlerin und dem Bundeswirtschaftsministerium, warum nicht auch gegenüber dem Präsident Obama? Der ist da genauso der Ansprechpartner. Ich denke eben, das, was Sie hier schreiben, ist relativ schwach. Und wenn Sie als Rot-Rot-Grün hier auf der linken Seite entsprechende Meinung zu dem Thema TTIP haben, dann können Sie die gern vertreten, Sie können das gern kundtun, Sie können das gern machen und Sie können das gern an den relevanten Stellen vorbringen. Sie haben doch einen Wirtschaftsminister Gabriel, bringen Sie doch das Anliegen zu dem, der kann das gern in der Regierung vorbringen, Sie können das gern machen. Das ist Ihr Ansprechpartner, das ist Ihr Ansprechpartner, aber nicht wir hier als Stadtrat. Wir werden den Antrag entsprechend ablehnen. Dankeschön. Vielen Dank. Als nächster Redner für die CDU-Fraktion, Herr Dr. Böhme-Korn. Im Übrigen wird der Sachverhalt der Diskussion ja ohnehin schon weltweit übertragen. Deswegen wäre es sehr schön für die Übertragung, dass auch alle Stadträte der Diskussion wieder etwas ruhiger noch folgen. Dann kriegen es auch alle besser mit. Ich bin zwar sicher, dass Präsident Obama durch seine Mitarbeiter ohnehin informiert wird. Bitte sehr. Ja, Herr Sittel, meine Damen und Herren, also auch wir finden, es ist ein ganz toller Antrag. Der führt sich ja schon im ersten Satz selbst ad absurdum. Hier wird ja klar, sich bezogen auf ein gemeinsames Papier des Deutschen Städtetags, des Deutschen Landkreistages, des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und des Verbandes Kommunaler Unternehmen. Hier ist das Papier. Das ist mit Sicherheit mit sehr viel mehr Fachkenntnis, mit sehr viel mehr Sachverstand, mit sehr viel mehr Hintergrundwissen und mit sehr viel mehr Zeitaufwand auch ausgearbeitet, als wir das hier in diesem Stadtrat können. Das ist ein klares, starkes Signal der kommunalen Ebene. Es ist ein parteiübergreifendes Signal und das ist bei der Bundesregierung sehr wohl angekommen und gehört worden. Und wenn wir jetzt fast 9 Monate später nach der 9. Verhandlungsrunde mit einem Papier kommen, was sich darauf bezieht, dass auch dieses und jenes andere will, darunter auch sehr viel Schädliches. Es ist zum Beispiel ganz, das will ich aber ganz kurz fassen, ganz üblich in Gesetzen, dass man sich auf allgemeine Regeln der Technik stützt und nicht etwa die im Parlament ausarbeitet, aber da wollen wir gar nicht weiter drüber reden. Also wenn man damit kommt und dann auch noch alle Welt damit beglücken will, uns fehlt ja, wir denken groß, dabei ist selbstverständlich der UN-Generalsekretär, der Papst und der Kaiser von China. Weshalb wollen wir die nicht? Schon deshalb muss man diesen Antrag ja ablehnen. Also wenn man dies nüchtern und mit Sachverstand betrachtet, weiß man, dieser Antrag zielt auf keinen Fall darauf hin, irgendetwas in diesen Verhandlungen zu verbessern. Es geht hier einzig und allein um einen Fensterantrag, um den Versuch, möglichst viele Gutwissenden, gutmeinenden, aber wenig wissenden Bürger hinter die linke Seite zu versammeln, in der stolzen Gewissheit, dass es doch da ein paar Kämpfer gibt. Sonst wäre doch Europa schutzlos dem amerikanischen Imperialismus und seiner Gefräßigkeit hier in Deutschland ausgeliefert. Das sollen die Leute doch denken, das sollen sie aus der Diskussion mitnehmen. Und dazu dient der Antrag und zu nichts anderem. Wir müssten eigentlich sagen, es ist ein absoluter Unsinn, Schluss damit. Aber leider muss man sagen, ein gewisser Teil der Bevölkerung fällt ja wirklich darauf ein und ist verunsichert. Und deshalb muss man noch mal ganz klarstellen, da hat mir der Dr. Gebel nun fast die halbe Rede weggenommen, das Hauptziel dieses Abkommens ist der erleichterte Marktzugang für kleinere und mittlere Unternehmen. Genauso wie es in Europa eine Erfolgsgeschichte ist. Das ist das Hauptziel von TTIP. Das steht auch ganz deutlich im Verhandlungsmandat. Ich habe das hier. Es ist alles extrem transparent gemacht. Das ist die Einstiegsseite. Und Sie haben dort unheimlich viel Information.
Bloß Sie beziehen die Informationen ja gar nicht, weil Sie die Sache nicht interessiert, sondern weil Sie Propaganda machen wollen. Das ist der Kern der Sache. Und wenn hier Beispiele kommen, wie die Klage von Vattenfall, da ist ein deutliches Zeichen, in einem rechtsstaatlichen System ist politischer Willkür, da muss man Grenzen setzen. Und es geht auch ohne TTIP, bestehen diese Grenzen im Grundgesetz zum Beispiel, auch in europäischen Verträgen. Vattenfall und diese Klagen haben nichts mit TTIP zu tun. Die gibt es ganz ohne TTIP. Also Sie wollen hier nur Horror und Ängste verbreiten, damit sich möglichst viele hinter Ihnen scharen. Es ist aber nicht so. Eine moderne Gesellschaft mit sehr vielen Produkten, mit sehr vielen Hightech-Produkten, braucht einen großen Markt, um die immensen Entwicklungs- und Herstellungskosten auch umlegen zu können auf verschiedene Produkte. Und dieser große Markt, der ist durch Konzerne durchaus als Weltmarkt zu entwickeln. VW, Microsoft und Samsung und so weiter. Das sind Konzerne, die die Kraft haben, diese einzelnen Regelungen zu kennen und darauf Bezug zu nehmen. Der Mittelstand, den der Binnenmarkt so gut getan hat, der ist aber nicht in der Lage, Herr Dr. Gebel hat es ja gerade gesagt, und das ist das Hauptziel. Natürlich muss man klare Positionen formulieren. Wir haben andere Traditionen, andere Sichtweisen, andere Geschichte, andere Denkansätze als die Vereinigten Staaten jenseits des Atlantiks. Da muss man vorsichtig sein und seine Grundsatzposition wahren. Das ist vollumfänglich in dem Papier des VKU und der Verbände gewahrt. Das sollten wir stärken und nicht etwa durch eigene verwirrende Anträge schwächen. Wir lehnen diesen Antrag natürlich ab. Wir begrüßen TTIP im Grundsatz und meinen allerdings, dass die Interessen der kommunalen Ebene gewahrt werden sollen. Und dazu bietet das gemeinsame Papier die beste Grundlage. Danke. Als nächster Bündnis 90 Grünen, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mal beim Trödler vor kurzem ein interessantes Produkt gesehen. Das war so eine Weltkugel, so ein Globus. Ja. Aber um diesen Globus war dann nur das Stadtgebiet von Dresden gezogen. Und die Diskussion von dieser Seite des Hauses erinnert mich ein bisschen an diesen Globus. Es ist aber nun mal nicht so, dass die ganze Welt sich um Dresden dreht. Es geht auch, und darum geht es ja in diesem Antrag, es geht darum, dass wir durch internationale Abkommen, die in einem höchsten Maße intransparent geführt werden, diesen Verhandlungsauftrag, den Sie da gerade formuliert haben und gezeigt haben, Herr Dr. Böhmekorn, dieser Verhandlungsauftrag, der ist vom Europäischen Parlament anderthalb Jahre erkämpft worden, und das ist der einzige Fortschritt von Transparenz in dieser Frage. Und wir werden betroffen sein, und dem müssen Sie sich einfach stellen. Wir machen hier keine Weltpolitik, aber wir werden durch Weltpolitik in unserer kommunalen Selbstverwaltung massiv eingeschränkt, wenn die Dinge so kommen und so intransparent kommen, wie sie sich gegenwärtig abzeichnen. Und deshalb ist es auch Aufgabe eines Stadtrates. Die Aufgabe eines Stadtrates für die eigene Unabhängigkeit, für die demokratische Legitimation zu kämpfen und dafür zu sorgen und sich dafür einzusetzen, dass Rechtsstaatlichkeit bewahrt wird. Herr Dr. Böhmekorn, Sie haben gesagt, das sei alles sichergestellt. Da sage ich Ihnen mal Folgendes. Das ganze Schiedsgerichtsverfahren, das dort vorgesehen ist, ist eine Aushebelung unserer demokratischen Strukturen. Hier werden Schiedsgerichte, die eben nicht eingebettet sind in unser Gewaltensystem, entscheiden darüber, wie zum Beispiel Kommunen sich zu verhalten haben. Und Pia Baku hat darauf hingewiesen. Es gibt in den bisherigen vorliegenden Ergebnissen, so muss man es ja sagen, es ist ja noch nicht zu spät. Und aus dem Grunde ist es wichtig, dass die Bevölkerung breit diskutiert über die Frage, was da auf uns zukommt. Und auch ein Stadtrat sich verhält. Und es haben sich schon 40 Stadträte verhalten Die haben Entschließungen gefasst zu dem Thema. Und sie haben sogar das Recht, dass wir als Kommune uns damit beschäftigen, selbst eingeräumt, indem sie ja nämlich von dem gemeinsamen Papier des Städtetages gesprochen haben, zusammen auch mit den Unternehmen. Die haben ihre Sorge deutlich ausgedrückt, dass wir, wenn TTIP und die anderen Abkommen so kommen, wie sie gegenwärtig im Verhandlungsstand sind, wirklich massive Eingriffe erleben. Ich möchte mir nicht vorschreiben lassen, durch ein sogenanntes Freihandelsabkommen, wie wir
unsere kommunale Daseinsvorsorge zu gestalten haben. Ich möchte mir nicht einreden lassen, ob wir noch zuständig sind für die Wasserversorgung, ob wir noch zuständig sind für den öffentlichen Nahverkehr, ob wir zum Beispiel noch Volkshochschulen betreiben können oder es international ausschreiben können. Alles das droht zumindest. Und aus dem Grunde ist es Aufgabe eines selbstbewussten Stadtrates, einer Landeshauptstadt in Dresden, ganz klar Nein zu sagen gegen diese Form von TTIP, die uns bevormunden wird und das demokratische Recht der Bürgerinnen und Bürger ausschalten wird. Und deshalb ist es wichtig, dass eine Stadt und ein Stadtrat sich verhält und die Forderung, die nämlich auch vom Gemeindetag ausgesprochen wurde, vom Städtetag, nämlich dass die Kommunen mit an den Tisch gehören, und zwar an den Tisch direkt bei der Europäischen Kommission beim Europäischen Parlament, um Einfluss zu nehmen auf die Aufträge und eben nicht sozusagen am Katzentisch wie gegenwärtig sitzen, ist eine zentrale Forderung, die auch dieser Stadtrat und ich hoffe in seiner Mehrheit unterstützen wird. Und deshalb reden wir hier nicht über Weltpolitik oder es ist nicht irgendwie Kokolores oder was auch immer von den einen oder anderen Rednern gesagt wurde, sondern es ist unser ureigenstes Interesse, dass die Landeshauptstadt Dresden sich zu dem, was dort an Entmündigung der Bürgerinnen und Bürger passiert, verhält. Und deshalb bitte ich Sie, ja, Dr. Böhmekorn, ich habe Ihnen auch viel Unsinn nicht zugetraut, vor allen Dingen im Grunde genommen einen so leichtfertigen Umgang mit einer so wichtigen Frage. Sie wissen ganz genau, dass wir auch nur in einigen Punkten überhaupt wissen, was dort drin steht, weil nämlich das, was Sie Transparenz nennen, ist im Grunde genommen ein hohes Maß an Intransparenz. Ich kann Ihnen eine Sache sagen, der Geist dieser Verhandlungen, der Geist dieser Verträge ist geprägt von einer Ideologie des Turbokapitalismus, wo praktisch alles ökonomisiert werden kann. Wir bekennen uns klar und eindeutig zu einer öffentlichen Daseinsvorsorge. Wir bekennen uns dazu, dass es öffentliche Aufgaben gibt, die in unseren eigenen Rechten liegen, sie auch zu verwalten. Und deshalb müssen wir die klaren Signale, dass so in Richtung TTIP verhandelt wird und den anderen Abkommen, uns verhalten. Und deshalb bitte ich Sie um die Zustimmung zu diesem Antrag. SPD-Fraktion, Herr Dr. Lahmes, bitte. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, die Einzigen, die hier wirklich Weltpolitik machen wollen bei dem Antrag, das sind die Herrschaften, die hier bei CDU und FDP sitzen, nicht wahr? Weil Sie über diese weltpolitischen Themen gesprochen haben und uns vielleicht unterstellen, dass wir jetzt TTIP bekämpfen wollen. Das will dieser Antrag nicht, sonst hätten wir ihn auch nicht unterschrieben. Und ich sage auch ganz klar, es kann gut sein, dass wir drei, was die Gesamtthematik angeht, durchaus unterschiedlicher Auffassung sind. Aber wir sind nicht unterschiedlicher Auffassung in einem Punkt, dass nämlich bei diesen Verhandlungen die Interessen der Kommunen in Deutschland und die Interessen der kommunalen Selbstverwaltung gewahrt und gut vertreten werden müssen. Und nichts anderes steht im Antrag und deshalb stimmen wir dem so zu. Und er unterstreicht damit von uns als Stadtrat eine Position, die in den Kommunen in Deutschland weit verbreitet ist und die Papiere des Städtetages sind ja auch genau aus diesem Grunde zitiert. Aber eine Bemerkung erlaube ich mir dann doch noch zu den weltpolitischen Themen, was zum Beispiel die Vattenfall-Klage angeht, Herr Dr. Böhmekorn. Es ist ja bemerkenswert, wenn Sie sagen, dass hier politischer Willkür Grenzen gesetzt werden müssen. Ja, das finde ich auch sehr richtig und unterstreichenswert. Aber die Frage ist ja, welchem Willkürakt werden hier Grenzen gesetzt? Na? Es ist doch der Akt gewesen des Atomausstieges, den CDU und FDP unter Kanzlerin Merkel von heute auf morgen beschlossen haben, nachdem in Japan ein Erdbeben gewesen ist. Na, dieser Atomausstieg, der wird dort von Vattenfall bekämpft und der wird uns auch noch teuer zu stehen kommen. Das ist schon richtig, so viel ist richtig. Und da ist auch verständlich, dass ein Atomunternehmen dort Rechtsmittel ergreift, wenn so gearbeitet wird. Ich erinnere daran, dass die SPD-Grüne-Regierung es hingekriegt hat, einen Atomausstieg zu formulieren,
entschädigungsfrei im Einvernehmen auf vertraglicher Grundlage mit den Betreibern der Atomkraftwerke in Deutschland. Das haben CDU und FDP einfach in den Orkus geschmissen aus ideologischen Gründen, und weil dann in Japan ein Erdbeben war, ist man dann die Rolle rückwärts gegangen, um die nächste Landtagswahl vielleicht dann doch noch zu gewinnen. Aber das war die in Baden-Württemberg, und insofern hat es dann auch nicht mehr gelungen. Aber das lag nicht an Atomkraftwerken, sondern an Herrn Mappus. So ist es. Aber so viel zum Thema Weltpolitik. So viel zum Thema Weltpolitik. Wir sollten uns hier ums Kommunale kümmern. Dafür ist das ein guter Antrag. Zustimmen. Soweit die Fraktionsrunde. Jetzt für die Fraktionslosen Herr Bauer. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Damen und Herren Stadträte und meine Damen und Herren auf der rechten Seite aus dem bürgerlichen Lager. Klar kann man sich darüber streiten, ob der Antrag heute hier hingehört. Ich denke, man kann durchaus auch mal über die große Weltpolitik reden. Wir hatten heute insgesamt 23 Tagesordnungspunkte bei einem. Da kann man das schon mal machen. Und ich denke, gerade dieses Thema TTIP ist auch durchaus wichtig. Und sehen Sie, selbst die SPD konnte über ihren eigenen Schatten springen und hat diesen Antrag heute hier mit unterschrieben. Das war das Erste, was mir überhaupt aufgefallen ist, denn es verwundert schon etwas, dass eine Partei, deren Vorsitzender und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel zu den absoluten Befürwortern des transatlantischen Freihandelsabkommens TTIP gehört und der sich erst vor kurzem öffentlich darüber beklagt hat, dass seiner Meinung nach die geopolitische Bedeutung von den Gegnern nicht ausreichend berücksichtigt wird, dass Sie heute hier über Ihren Schatten springen können und diesen Antrag mit unterschrieben haben, das finde ich ganz, ganz toll. Und auch wir als NPD sehen durchaus in diesem internationalen Abkommen dieses TTIP sehr kritisch, weil es in erster Linie darum geht, auch das wurde schon angesprochen, dass man möglichst alle Handelshemmnisse zwischen der EU und zwischen den USA beseitigt. Man möchte damit einen Wettbewerb erreichen, der allein den Regeln der Konkurrenzfähigkeit und der Profitorientierung unterliegt. Und richtigerweise gehört zu den Kritikpunkten an TTIP aber auch, dass das Abkommen, wie es in dem Antrag eben auch drin steht, auf allen Ebenen die Kompetenzen der zuständigen Parlamente aushebelt und eben auch in die kommunale Selbstverwaltung und die Gestaltungshoheit eingreift. Dass das abzulehnen ist, das ist für uns als NPD ganz klar. Und wir freuen uns auch, dass die SPD hier auf kommunaler Ebene zumindest ebenfalls zu diesem Schluss gekommen ist. Wir freuen uns weiterhin und nehmen das zur Kenntnis, dass dem oder den Verfassern des Antrages, ich weiß nicht, wer von den drei Parteien letzten Endes da federführend gewesen ist und das geschrieben hat, dass dem Verfasser die Bedeutung eines starken Nationalstaates bewusst geworden ist, der dafür, lesen Sie sich den Antrag durch, ich bin da regelrecht begeistert gewesen, dass Sie sich bewusst geworden sind, dass wir einen starken Nationalstaat brauchen, der dafür Sorge tragen kann, dass die Gesetze eines Landes eingehalten werden, der dafür sorgt, dass Souveränität und Selbstbestimmung einer Nation ein hohes Gut sind und der auch dafür sorgt, dass die Schwachen nicht sich selber überlassen werden dürfen. Ganz toll. Denn neben der bereits im Antrag erwähnten Intransparenz und der Geheimniskrämerei bei den bisherigen Verhandlungsrunden ist vor allem die vorgesehene Aushebelung unserer Rechtsordnung unter dem Deckmantel des Investitionsschutzes zu kritisieren und auch die vermutlich katastrophalen Folgen für kleinere und mittlere landwirtschaftliche Betriebe, die dem Kostendruck einer riesigen Freihandelszone nicht standhalten können, sollen nicht unerwähnt bleiben und wurden auch schon von einigen Vorrednern heute hier angesprochen. Entgegen den Bemühungen von Wirtschaftsminister Gabriel um eine Wirtschaftsunion zwischen Europa und den USA, die mit dem Transatlantikabkommen zementiert werden soll, liegt die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes unserer Meinung nach eher im eurasischen Raum. Und durch dieses Abkommen wird die Zusammenarbeit mit den fernöstlichen Märkten nachhaltig gestört, das wiederum nicht in unserem Interesse sein kann. Damit sind wir wieder bei der großen Weltpolitik. Aber auch das sollte hier mal angesprochen werden, denke ich. Das ist legitim. Es ist auf jeden Fall auch aus unserer Sicht eine gute Idee, den ersten Bürgermeister in Vertretung der Oberbürgermeisterin zu bitten, nach außen eine TTIP-kritische Haltung zu vertreten. Auch wenn es sicher nicht viel mehr als ein symbolisches Zeichen ist, hat es doch eine gewisse Signalwirkung, die andere Kommunen ermuntert, es uns eventuell gleich zu tun. Wir werden diesem Antrag zustimmen. Vielen Dank.
So, weitere Wortmeldung, Herr Cornelius. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, ich finde, die Diskussion hier zeigt symptomatisch, dass der Gegenstand, mit dem wir uns hier beschäftigen, jetzt nicht zu den klassischen Gebieten gehört, mit denen sich ein Stadtrat üblicherweise beschäftigt. Ich stimme Herrn Dr. Lahmes vollkommen zu, dass wir darauf achten müssen als Kommune, dass unsere Selbstverwaltungsgarantie nicht klammheimlich ausgehöhlt wird. Ich weiß, dass es über die Form der Verhandlungen, über das TTIP, über die Master-Transparenz weitgehend gestritten wird. Ich bin auch fern davon, ein Spezialist auf diesem Gebiete zu sein. Auf die Einrichtung der Schiedsgerichte bin ich auch erst im letzten Herbst aufmerksam geworden. Das war mir nicht klar. Andererseits denke ich, dass wir gerade mit der Erfolgsgeschichte der Europäischen Union, die ja mal als europäische Wirtschaftsgemeinschaft angefangen hat, auch für unsere eigene deutsche Wirtschaft erfahren konnten, wie wichtig Freihandel ist und wie wichtig ein Abbau von Zollschranken sein kann, damit auch nicht Willkür herrscht und damit auch nicht ein Land gegen das andere ausgespielt werden kann. Wir hatten den Antrag bereits zweimal im Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften. Meine Kritik richtet sich also darauf, dass es keine ureigenste Materie des Stadtrates ist, viel zu ausführlich ist. Damit besteht die Gefahr von Unschärfen. Wenn man sich darauf beschränkt hätte zu sagen, die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, darauf hinzuwirken oder den Standpunkt deutlich zu machen, dass in diesen Verhandlungen Artikel 28.2 eingehalten wird, dann hätte das als Programmsatz meines Erachtens genügt und wir müssten uns nicht streng genommen jetzt mit allen Einzelheiten, die Frau Kollegin vorgestellt hat, streng genommen auseinandersetzen. Ich habe dazu als ehrenamtlicher Stadtrat Eintracht keine Kapazität. Natürlich interessiert mich das Thema 2 Minuten 34. Natürlich interessiert mich das Thema TTIP aus anderer politischer Sicht, aber ich fürchte, dass wir uns hier mit diesem Antrag einen Schuh anziehen, der mehrere Nummern zu groß ist. Dankeschön. So, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor, außer Frau Barkow, der ich dann gerne das Schlusswort übergeben würde. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz auf die unmittelbaren Nachredner von mir eingehen. Mir scheint da, Sie haben nicht ganz verstanden, worum es geht. Sowohl in den Redebeiträgen als auch in dem Antrag ist explizit die Kommune als Thema. Und zwar alle Auswirkungen, die durch die Handelsabkommen auf die Kommune unmittelbar auswirken. Deswegen ist es selbstverständlich ein Thema, mit dem wir uns hier in der Kommune auch auseinandersetzen können und unseres Erachtens auch nach auch müssen. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem federführenden Ausschussbericht seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen? Nein. 37 Ja, 24 Nein, 3 Enthaltungen, damit angenommen. Und an dieser Stelle haben wir es zwar fast geschafft, nur der eine nachgeladene Punkt nicht, aber ich werde diese Sitzung für heute beenden. Mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken und einen schönen Feierabend wünschen.